So Leute, und willkommen zu einer neuen. Ich stelle euch Tools vor, die voll geil sind und so. Und ja, ihr werdet wohl gemerkt haben, dass ich schon eine Art kleinen Rhythmus habe, in der ich meine Wallpaper wechsle, nämlich alle 2 Folgen gibt es ein neues Wallpaper. Das gefällt euch wahrscheinlich besser und das gefällt mir auch besser. Also fangen wir jetzt mal mit dem Tool an. Das ist diesmal CC, Quatsch, ich sage immer CC, aber heißt eigentlich nur CCleaner von Piriform. So heißt hier der Apfel, die Birne ist ein Logo. Ja, ich weiß nicht, ob eine Anspielung auf Apple ist, aber ist ja mal egal. Und ja, ich kann schon nicht mal so viel über das Tool sagen. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass es euren PC anscheinend schneller machen kann, dass es hier zum Beispiel Cookies löscht und ich glaube, die ganzen, wenn du Firefox geöffnet hast und auf Seiten gegangen bist, dass dann die ganzen Verläufe gelöscht werden, dass hier einfach unnötige Sachen vom PC entfernt werden. Dann kann man das analysieren lassen. So, und das läuft jetzt einfach mal durch. Das dauert nicht lang. Zumindest meistens nicht. So, dafür muss Firefox aus sein, damit es auch die ganzen Sachen wegfetzen kann, ja. Cookies. Ja. Und hier sind meine ganzen Sachen, die weg können. Ja, hier Multimedia, Spybot, alles klar. Okay, dann starten wir den Cleaner. Permanent von ihrem Rechner gleich werden. Yo. Und dann cleant das den jetzt mal schön. Das dauert auch nicht lang. In der Zwischenzeit, auch obwohl, komm, wir warten gerade hier, das dauert eh nicht lang. Das kann ich ja nicht auf die anderen Sachen hier gehen. Komm schon, cleane den Scheiß. Okay. Wenn ich jetzt nochmal analysiere, müsste nichts da sein. Nö. So, und jetzt kannst du auf Registry gehen. Ich glaube, hier kann man noch ankreuzen, was bei der Registry nicht entfernt werden soll. Das ist aber meistens nicht so schlimm. Hier gibt es noch ein extra Tool. Das sind dann extra, da könnt ihr Sachen deinstallieren, umbenennen, Einträge löschen. Ihr wisst halt, was man damit machen kann. Ja, deinstallieren eben, was zwar auch mit Windows hier schon geht, ich zeige euch mal gerade. Hier unten Programme deinstallieren, aber gibt ja auch extra Deinstallier-Tools, damit wirklich ganz alles weg ist, aber ist mir mal gerade egal. Auf Einstellungen könnt ihr dann noch gucken, was, glaube ich, von Cookies hier, was nicht gelöscht werden soll. Login, live wird kommen. Ich könnte mal YouTube dazu machen, aber ich bin gerade so faul. Hier Mail irgendwie und ja, hier die von der Herstellerseite, die Anmeldedingens, Yahoo, Google und der ganze Kram. Hier können halt Benutzer definiert zu bereinigende. Ah, guck mal, hier kann man extra einstellen, was das bereinigen soll, was das nicht bereinigen soll. Und ja, manchmal ist halt hier so fehlerhaft, dass man hier nicht sieht, was hier stehen soll. Und guck mal, hier meldet sich auch schon wieder Java. Ja, komm, Java. Leck mich mal an meinem Scharbitzel. So, und das war's doch schon wieder. Ich hoffe, das Tool hat euch diesmal gefallen und es nützt auch diesmal, ja. So viel mal ganz nebenbei. Ich verabschiede mich. Bis bald.